So, hallo und grüß Gott, liebe Bike-Freunde meines Kanals, zum zweiten Teil der Bike-Runde Garmisch-Osterfelder Kopf-Bockhütte und wieder Garmisch zurück. Das Bild zeigt noch einmal die Gesamtstrecke, 47 Kilometer. Das nächste Bild dann die Abfahrt vom Osterfelder Kopf zur Bockhütte, die blaue Linie. Ja, und dann das letzte Bild dann von der Bockhütte zurück nach Garmisch, die gelbe Linie. 13:05 Uhr gehen wir wieder runter. Mal ein bisschen Schiebeeinlagen machen. Normal ist hier Radfahren verboten, Schieben erlaubt. Da waren dann oben bei der Aussichtsplattform zwei Sicherheitsleute, die mich darauf hingewiesen haben, dass ich schon bei der großen linken Kehre nicht hätte hochfahren können. Das müssen wir halt kurz runterschieben und dann geht's wieder, kann man wieder auf dem Sattel aufsitzen. Ne? So, 13:12 Uhr geht's bergab, langsam. Sattel-Tiefe gelegt. Oh. Wahnsinn. So, ein schwieriger Teil der Strecke beginnt, nämlich das Bergab. Bei diesem Untergrund muss man ganz vorsichtig fahren und sich nicht verbremsen. Von hier geht es jetzt weiter Richtung Bockhütte. Ja, der gleiche Weg und dann irgendwann, laut Karte war ja dann, ging es rechts weg. Aber wie gesagt, vorsichtig fahren und weniger Luft in die Reifen. Ich habe zum Beispiel hinten 2,1 Bar und vorne 1,9. Der Reifen braucht eine große Auflagefläche und es darf nicht zu viel Luft in der sein, weil der Reifen muss sich um die spitzen Steine rumbiegen können. Ja? Ich habe da zwei Löcher mal gefahren in der Vergangenheit, weil zu viel Luft in meinen Mountainbike-Reifen war. Also immer eine Luftpumpe mitnehmen und ein Prüfgerät. Unten vielleicht wieder aufpumpen und bergab ablassen die Luft. Bist du durch? Ja. Ich glaube, und ohne Motor. Und ohne Motor. Hast du was zu trinken dabei? Ja. Ah, okay, war nicht. Schon ah, ja. Gerade oben. Bist oben ja. Umkühlt. Bist ja nur jung. Ja, ja. Ja, genau. Hey, hast du es leider oben durch den Durchbruch und dann siehst du schon dein Ziel. Ja. Und runter ist es ja gleich. Ja, musst du aufpassen, du wirst du verbremst. Du hast das lose Zeug da. Ganz, ganz bisschen auf darf nicht fahren, gell? Da ist einmal gesperrt oben. Security ist oben. Du musst dann schieben bis zum Osterfelder. Also kurz vor der Hütte. Ja, weil es war schon immer so. Ja? Ach so. Ach so. Also im November, wo ich oben war, Schild nicht, aber gut, da ist ja keine Saison mehr. Ja, es ist immer so, wenn die Tiere da sind. Ah, okay, ja. Also jetzt sind sie zwar jetzt noch nicht da, aber die haben das alles eingezäunt. Aber die Gondeln gehen. Ja. Das ist fast dasselbe. Ja. Okay, servus. Schöne Winter ein bisschen. Die Jugend und die erfahrenen Bikefahrer, die fahren natürlich viel schneller Runde wie mir und bremsen auch nicht so oft. Aber wir fahren, der Michael und ich, erst seit über ein Jahr knapp und wir sind auch in einem Alter, wo man kein großes Risiko mehr einzugehen braucht. Was ich im ersten Teil angesprochen habe, Abstieg mit Turnschuhen, ohne Grip, ohne Profil, unverantwortlich und ohne Stöcke. Also da braucht man sich nicht wundern, wenn hier dann die Bergwacht irgendwann mal kommt und die liegen auf die Schnauze dieser Leute. Ja.
13.30 Uhr. Ich glaube, ich kriege langsam einen Krampf. Jetzt zieht es langsam zu da oben. Oh. Langsam! Langsam! Gott sei Dank ist nichts passiert. Michael hat sich verbremst ein bisschen, war wahrscheinlich ein bisschen zu schnell unterwegs. Ja? Aber da sieht man mal, wie schnell das sowas passieren kann. Gut, es war etwas am Ellenbogen, war die Haut ein bisschen weg. Aber ansonsten, das Fahrrad war vorne ein bisschen, war irgendwas verbogen. Aber ansonsten ging es glimpflich aus. Also man muss da schon aufpassen. Ja? Aber gut, ja, kann auch uns passieren. Ja? Obwohl wir gute Fahrräder haben mit Profil und gute Bremsen. Aber wie gesagt, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Ja. Eine halbe Stunde? Mindestens. Wohin? Auf die Partnachalm. Wo wir herkommen sind? Nee, wir sind ja vom Hausberg her. Ach so. Das ist mal oben, geht es mal rechts. Ach so. Rechts weg. Also ja. Das ja, du musst bis eine Stunde. Ja, gut. Also auf alle Fälle. Und ich aber auch.
Schroffs, ich kann es euch nicht sagen, wir sind jetzt vom Osterfelder runtergekommen. Oh. Ganz von oben. Wir waren jetzt am Osterfelder, wir waren jetzt hinter zur Bockhütte. Ja, die ist geschlossen. Ja, nur mal aber schon, wir haben ja alles dabei. Aber wir haben nichts dabei. Was ist jetzt das Schnellste hier? Auf der Hauptsache der oder auf die Querstange. Da habt ihr euch den verkehrten Weg ausgesucht. Ihr seht, das ist down there. It's not up. Ihr müsst, habt ein Handy dabei. Guckt mal über Google. Wir haben geguckt und Google sagt, ja gut, es geht schon hoch, das ist klar. Ja, es geht halt rauf. Es ist ein ganz schönes Stück, was er jetzt noch aber rauf. Aber das ist ja ziemlich steil, gell? Ich sag's euch. Da geht's ja über Google Maps. Ja. Und das hat nach allen Google Maps und dann das. Aber ob die aufhört? Keine Ahnung. Google doch. Ja, aber wir haben sich hier gefunden, doch, was so. Geoffen hat. Der hat uns zwar den Weg gesagt, ja. Und der hat gesagt, eine halbe Stunde. Okay. Da hört man die Seilbahn. Nein, das ist die Fräse. Das ist die Fräse da. Ja. Oh, wie ist denn der Hausberg? Ja, der Hausberg ist zu. Also, Hausberg ist zu. Wir sind jetzt über den Hausberg oben, wir Drehmöser darüber gefahren. Da ist, also, das ist niemand. Ein Wahnsinn. Die zwei Frauen wissen nicht genau, wo sie sind, wo sie hinwollen. Kein Getränk vorbei, kein Essen dabei, keine Wetterbekleidung dabei, keine anständige Schuhe. Ich fasse es nicht. Ich fasse es einfach nicht. Und nein, die Bierfässer waren nicht voll. Die waren alle leer und die Flaschen waren auch leer. Habe mich persönlich überzeugt. Welche Brauerei, das sage ich jetzt nicht. Ich habe nachgeguckt, ich weiß es. Irgendeine Münchner Brauerei war es. Aber welche, sage ich nicht. Jetzt sind wir schon auf dem Trail, Richtung Bockhütte. Ja. Gut, okay. Links unten, das sieht man jetzt gleich, das ist die Bartnach. Ziemlich tief und viel Wasser. Fließt dann Richtung Bartnach-Glamm. Kommt dann in die Nähe vom Olympiastadion, Olympiaskistadion Garmisch, wieder raus. Ja, genau. Aber war schon schön zu sehen, wie die da, auch an der Bockhütte fließt die vorbei, wenn wir dann noch sehen können. Ja, einmal ein bisschen eine Salbe mitnehmen das nächste Mal. Eh? Salbe? Ja, wenn denn sowas passiert. Ach so. Oder? Ich habe nur Desinfektionsmittel dabei. Ja, hast du was drauf? Nö, lass doch trocknen. Da hinten wird nochmal Wasser genommen und daheim. Also gut, go. Hey, sind wir Soldaten, sind wir keine. Wir waren Soldaten. So. Jetzt hätte ich mal gesagt, deutsche Soldaten. Wir waren Soldaten. Ja. Im Herzen sind wir es immer noch. Ach so, ja gut. Jetzt 14:44 Uhr, Bockhütte erreicht. Eine kurze Pause, dann fahren wir wieder zurück.
Warte, mal schauen, ob ich Verbindung kriege. Telefonmäßig. Die Bockhütte ist eine privat bewirtschaftete Alm der Weidegenossenschaft Bartenkirchen im mittleren Teil des Rheintals bei Garmisch-Bartenkirchen im bayerischen Wettersteingebirge. Sie liegt im Rheintal zwischen Bartenkirchen und Zugspitze in einer Höhe von 1052 Meter. Hier eine Gedenktafel eines Hubschrauberabsturzes 1988 der Bundeswehr. Während der Weidezeit von Ende Juni bis zum zweiten Sonntag im September ist diese Bockhütte bewirtschaftet. Rund 600 Schafe weiden dann die kargen Weiden auf 124 Hektar Almfläche ab. Für Bergsteiger werden einfache Gerichte und Getränke bereitgehalten. Sie bietet keine Übernachtungsmöglichkeit. Fertig machen für die Rückfahrt. Im nächsten Foto nochmal den Weg mit der gelben Linie über das Olympiastadion bis zum Eisstadion zum Ziel. Da vorne stand nämlich ein Schild, die Straße, wo wir eigentlich fahren wollten, dass wir da nicht fahren können, sondern dass die uns weiter hochschicken. Okay. Wo dieses Sackgassenschild aber. So. Jetzt schauen wir mal. 14:58 Uhr, Nachmittagspause beendet. Jetzt fahren wir von der Bockhütte über die Partnachalm Richtung Eisstadion zum Parkplatz. Schauen wir, dass alles gut geht. Wie lange brauchen wir? Eine Stunde? Gute Stunde. Ja, es ist drei, ja, vier, kurz nach vier vielleicht. Ja. Gut, also Michael, also, go. Go. Das ist die Partnach. Nicht dann in die Bahn nach Klamm. Da fahren wir jetzt vorbei Richtung Eisstadion. Wie viele Kilometer? 36,2 haben wir. Uhr 30, Bartenachalm erreicht. Wir kehren aber jetzt nicht ein. Wir fahren jetzt dann weiter Richtung Garmisch-Olympiastadion und dann weiter Richtung Eisstadion, wo unser Auto steht. Patrille! Nein. Zu schwach, ja? Zu schwach. Anstieg ist zu steil. Ah, ja, ist klar. Das Fahrrad ist zu schwach. Aber Sie haben das durch den Gefahren. Aber wir machen mit Muskelkraft jetzt. Ja, da braucht man auch Muskelkraft. So einfach ist das nicht, gell? Ja, haben wir auch. Meine Batterie ist ja ziemlich leer. Also, ja, berg runter geht. 43 Kilometer. Wir waren da ganz oben am Osterfelder. Ei, okay. Ja.
Aber richtige Fahrräder. Ja gut, für sowas braucht man. Aber das sind halt Tourenfahrräder, ne? Ja. So eins habe ich auch daheim mit 500 Watt Batterie. Auch mit Zahnriemen habe ich auch daheim, ja. Aber es geht bis zur Partnachalm, bis zum Radler. Bis zur Partnachalm bist du gegeben mit dem ersten Gang, voller Bulle. Ja. Das ist er gleich da oben. Noch weiter, die Partnachalm. Nein, wir wollen da und dann auf den Berg irgendwo Richtung nach rechts. Irgendwo nach rechts. Wie heißt es? Eibsee, da Richtung noch. Eisberg. Eibsee, seid ihr total verkehrt. Das seid ihr total verkehrt. Nee, wie heißt es? Wo sind wir? Abzweigung, wie heißt es? Abzweigung? Schmüll? Nee, Schmüll. Da müsste schon so ein Weg sein. Ja, ihr findet schon. Ich finde das schon, wenn wir nach Geruch fahren. Ah, schon, okay. Okay. Servus. Ja. Oh, ich hab mir nicht. Na, der ist nicht voll, aber ziemlich leer. Wisst ihr, was das für Bretterwand ist? Bodenwand. Ja, für die Holzschlitten. Für die Holzschlitten? Ja, ja. Siehst du, Sie wissen es. Ja, ich hab das nicht gewusst, aber er hat es gewusst. Ja, für die normalen Schlitten, dachten wir. Nein, das sind die Holzschlitten. Aber die normalen Schlitten können auch fahren, nehme ich an. Das Holzschlittenrennen und das geht auch runter. Noch hier runter. Ah ja, da sind diese gebogenen Hörner davon an die Schlitten. Das kennen wir, das findet bei uns auch statt. Was? Oberwiesenthal. Oberwiesenthal. Erzgebirge, ja. Aber jetzt seit ein paar Jahren schon nicht mehr. Nicht mehr. Ja, letztes Jahr ist es, glaube ich, ausgefallen. Naja, bei euch auch, ja. Es liegt ja nicht mehr viel Schnee. Seid ihr auch hier hoch mit dem E-Bike? Nein, woanders. Wir sind übers Kreuzeck, Hochalm, Osterfelder hoch. Und sind dann da durch den Wald über Bockhütte dann da jetzt so wieder zurück. Ah, oh, ganz schön runter, hä? 43 Kilometer. Ja. 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 Bis der Akku glüht. Ja. Er hat einen Ersatzakku dabei. Ah ja? 3 Kilo muss er tragen, ja. Servus. 15.41 Uhr. Garmisch mehr oder weniger erreicht. Wo sind wir genau, Miguel? Wir kommen jetzt am Skistadion. Wir kommen jetzt am Skistadion vorbei. Am Skistadion, nicht am Skistadion. Da ist die Bahn nach links. Hui. Hier, komm mal filmen. Hier geradeaus Olympiastadion, gebaut für 1936 Olympische Winterspiele. Meine große Videokamera geht momentan nicht, wahrscheinlich Hitzschlag. Okay. Uhr, also 10 vor 16 Uhr, Parkplatz erreicht, alles gesund und munter. Jetzt tun wir uns vorbereiten für die Heimfahrt. Ah ja, ein bisschen im Schatten, stimmt. Ah ja, gut, die ist erst kommen, die Sonne. Gut, haben wir es gemacht. Hat Kamera ab. Warte, lass mal noch ein bisschen. Vor der Gehe, meinst du? Ja, dass man nicht so ein bisschen. Warst du immer noch nicht beim Friseur? Ja, genau. Ende Juni. Na, na gut, zur Hochzeit. Also, super. Danke für die Tour. Ja, Kämpfer. Ja. Ich glaube, das war die schwerste, die wir heute gemacht haben. Ja. Schöne fast Aufnahme, gibt es bestimmt einen guten Film. Fast 2000 Höhenmeter am Osterfelder Kopf. Jetzt nach Bockhütte. Nee, war eine schöne Tour. Wirklich super. Und jetzt trinken wir schon unseren kalten Zitronen in die. Okay, genau. Und dann bis zur nächsten Tour. Genau, irgendwann schauen wir vielleicht in der nächsten Woche, wenn du fertig bist. Genau. Oh. So, liebe Bike-Freunde, das war jetzt der zweite Teil. Ich hoffe, beide Teile haben euch gefallen und vielleicht ein bisschen inspiriert und angeregt. Manches kann man auch zu Fuß machen, man muss da nicht mit dem Bike unterwegs sein. Aber es war eine wunderschöne Tour. Ja, danke fürs Zuschauen, Servus und führt euch.
Der Zitronentee da unten, alkoholfreie Zitronentee. Ja? Mehr dürfen wir Werbung nicht machen. Habe ich ja. Kamera läuft. Jawohl. Der Zitronentee wurde natürlich daheim eiskalt vom Kühlschrank in Zeitungspapier eingewickelt und eine Kühltasche verpackt.